Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Lang hat das Update auf sich warten lassen und jetzt ist es endlich da und mit dem Update unglaublich viele Änderungen und 3 neue Trakena. Ich habe meine kleine Jewel Heart natürlich dabei und die Kiara Southmoon hat sich zu mir gestellt. Die guckt sich nämlich jetzt auch die 3 Trakena an und ist hier mit ihrem wunderschönen Araber. Wie heißt der denn? Wild Beauty. Wow, den hätte ich auch immer noch gerne gehabt. Aber Star Stable gibt uns ja keine Möglichkeit mehr, alte Pferde zu kaufen, denn es kommen ständig neue. Ich bin extrem überrascht, Leute, dass jetzt bereits nach 3 Wochen 3 neue Farben der wunderschönen Trakena da sind. Sie stehen in Golden Hills. Somit könnt ihr die Pferde leider erst kaufen, wenn ihr relativ weit in der Story seid. Ihr müsst ca. 16,5 im Level sein oder wenn ihr nur die Quests von Golden Hills macht, dann geht's ab Level 12. Aber wer macht das schon? Deswegen müsst ihr euch leider bis Level 16,5 gedulden. Hier ist der erste Trakena, ein wunderschöner Dark Bay. Ich hätte fast gesagt Sooty Bay. Die ganzen Werte wurden auch wieder brav angepasst. Somit hat der Trakena Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 3. Sie kosten 750 Starcoins und sind theoretisch ab Level 9 kaufbar. Aber wie gesagt, nach Golden Hills könnt ihr mit Level 9 leider noch nicht kommen. Hier ist der wunderschöne Fuchs, der Chestnut mit der wunderschönen Blässe und dem Rosa und den Stiefelchen. Es ist einfach nur mega toll. Ne, Moment, mir wurde gesagt, es heißt anders. Ich kann mich aber leider schon wieder nicht mehr erinnern. Es tut mir leid. Es sind halt Stockings, für mich Stiefelchen. Und dann haben wir noch eine weitere Farbe, die steht hier direkt nebenan. Und zwar ist das ein Rappe. Ein Black und seht ihr das? Der hat Menschenaugen oder angedeutete Menschenaugen. Es ist super süß. Schreibt mir doch in die Kommentare, habt ihr vor, euch einen der süßen neuen Trakena zu kaufen? Und falls ja, wie nennt ihr ihn oder sie? Das interessiert mich immer total. Ich überlege gerade noch, welchen ich kaufe. Ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal nachdenken und wenn ich ein kleines süßes Trakenerchen kaufe, auf jeden Fall dann heute noch ein Kaufvideo bringen. So, da kommen wir auch schon zu den neuen Sachen, die jetzt in Star Stable sind. Ihr werdet wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass es ewig lang gedauert hat, bis das Update geladen hat. Das war irre lang. Aber Leute, seht ihr die neue Karte? Die sieht total heftig aus, denn es ist alles anders als davor. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann werde ich euch noch einblenden, wie ihr die Sachen jetzt neu erkennen könnt. Das hat nämlich Star Stable in ihrer News gezeigt. Und zwar haben wir hier, seht ihr, die ganzen Rennen, die wir gehen können. Dann gibt es Quests. Da ist hier ein... Seht ihr dieses kleine gelbe Ausrufezeichen? Das ist eine Quest. Hier seht ihr ein Herz. Daran erkennt ihr, dass ihr hier noch Ruf farmen müsst. Ups! Und dann haben wir hier so kleine blaue Ausrufezeichen. Daran erkennt ihr, dass ihr hier eine Daily habt. Ich fühle mich gerade ein bisschen erschlagen von der neuen Map, aber ich denke, wir müssen uns einfach alle dran gewöhnen. Ein weiteres Update, das wir haben, ist, wir haben neue Schafe. Sie sind flauschig. Jetzt wird nur noch fehlen, dass wir sie in den Arm nehmen und kuscheln können, Leute. Seht ihr diese mega süßen Schafe? Ich flippe komplett aus. Sie sind so süß und so flauschig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Star Stable, danke für die tollen neuen Schafe. Last but not least haben wir noch ein neues Lifetime-Item bekommen. Lifetime-Item. Sagt es mal 10-mal hintereinander. Oh Gott. Und zwar ist das... Was?
Es ist ein Sattel und eine Decke. Das ist ja schick. Moment, wir gucken es uns sofort an. Das können wir hier, hätte ich gesagt, gleich an der Stelle machen. Dann machen wir noch schnell ein Foto und scrollen ran. Und ich muss sagen, Leute, das ist wunderschön. Leider, leider, leider haben wir keine Werte. Wir können ja nochmal ganz kurz nachgucken. Plus 1 hat die Decke. Und leider keine Werte für den Sattel. Aber er sieht zumindest sehr, sehr schick und stylisch aus. Dann Eddie und Ferdinand, die sind in Fort Pinta und bauen gerade ihren Pferdemarkt auf. Der kommt dann nächsten Mittwoch wieder ins Spiel. Und wie wir hier drei so stehen mit einem Trakehner, einem Araber und einem Lusitano, verabschiede ich mich von diesem Video. Falls euch das Update-Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!